Link ist ein so hart arbeitender Held. Er darf sich jetzt auch mal in einem Hotel kurz ausruhen, würde ich mal sagen, oder? So, was gibt's denn hier? Herzlich willkommen. Na, willst du dich bei uns ausruhen? Wenn du hier schläfst, bist du bald wieder fit. Und es gibt ein Geschenk. What? Die Preise sind heftig. Ich meine mal gelesen zu haben, in den Kommentaren, dass man auf diese Weise auch Fragmente bekommen kann. Und je mehr man zahlt, desto geilere bekommt man. Ist klar, ne? Aber das lassen wir mal. Es gibt große Unterschiede zwischen den guten und den schlechten Zimmern. Ja, das kann ich mir denken, ne? Weil ist logisch, dass ein Zimmer mit 50 Rubinen niemals so luxuriös sein kann wie eins, das 400 Rubine kostet. Sind das die Zimmer? Also wenn, dann ist das hier aber das 50er Zimmer, oder? Ja, eindeutig. Dann haben wir hier 200 oder wie viel es gekostet hat. Und das hier ist dann purer Luxus. Oh yeah. Schon nett schlecht. Mache ich vielleicht mal, wenn ich Langeweile habe und es euch zeigen möchte, aber aktuell noch nicht. Was ist da denn? Warte, können wir diese Tür öffnen? Indem wir einfach die Fackeln anzünden? Tatsächlich! Krass! Ach so, da komme ich zur Truhe raus. Okay, und hier haben wir ein rotes Fragment. Gleich mal eingesteckt. Aber es gibt noch mehr zu sehen. Noch mehr Dudes. Du willst zum Grab von König Gustav? Dann musst du zu Boris, dem Totengräber, ins Tal der Königsfamilie. Keine Ahnung, wovon der redet, aber ich glaube, das ist unser nächstes Storyziel. Danke für die Info. Um ins Tal der Königsfamilie zu gelangen, muss man durch den Irrwald. Es ist nicht einfach, ihn zu durchqueren. Achte auf die Schilder. Das klingt nicht sehr einladend. Bitte was? Ich finde einfach so random in einem gottverdammten Krug ein rotes Fragment. Heute ist wohl mein Glückstag. Krass. Ah, und hier haben wir ganz besondere Girls. Und zwar sind das... Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, ja. Also ich habe es halt auch schon mal in den Comics gelesen, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Das sind wohl... ja, nicht Göttinnen, aber sagen wir mal besondere Charaktere aus den Oracle und, also Oracle of Seasons und Oracle of Ages Teilen. Sprich, die Games, die Capcom vor diesem Spiel hier gemacht hat, zu The Legend of Zelda. Die kamen ja dann für den Game Boy Color raus, im normalen Game Boy, wie dem auch sei. Habe ich noch nicht gespielt, werden wir noch machen. Daher kenne ich diese Charaktere nicht, aber die sind wohl aus dem Game und halt ein weiteres Easter Egg. Man kann jetzt aber sich eine oder zwei, wie dem auch sei, raussuchen und ihnen ein Dach unter dem Kopf schenken. Und dafür bekommt man dann ein besonderes Power-Up, irgendwie so. Ich hab's nicht ganz gecheckt, deswegen suchen wir uns jetzt einfach mal eine aus und natürlich werde ich nach dem Aussehen urteilen. Du hast gar keine Chance. Du bist ziemlich hot. Und du auch. Ich kann mich nicht zwischen euch beiden entscheiden. Oh, welches heißer? Die ist ein bisschen so Domina-like und die ist so die kleine, hübsche, zurückhaltende. Ja. Das ist die krasseste Life-Choice hier. Ich nehme sie. Ich muss mir ein ruhiges Zuhause suchen. Ich besorge dir eins, Süße. Dean. Ach, also sind es doch Dean, Pharaoh und Nairu? Ach so. Okay. Was macht Gorman hier? Genial! Jetzt kann ich Geld verdienen, ohne das Haus zu vermieten. Ah ja. Was macht er hier?
Sag bloß, ihm gehört das Haus. Na, was guckst du denn so? Ich bin Gorman, der Makler. Ich suche einen Mieter für dieses Haus, den ich für 4 Jahre an den Vertrag binden kann, genauso wie es der Vermieter von Dortendo gemacht hat. Aber ich werde den Grund reinschreiben, im Gegensatz zu ihm. Denn ansonsten ist der Vertrag ungültig und das wird Domtendo mit Sicherheit ausnutzen. Anderes Thema. Ein schickes Haus, oder? Allerdings nur für eine alleinstehende Frau geeignet. Denn ich mag keine Kinder und auch keine Männer. Die sind viel zu bockig, wenn du verstehst, was ich meine. Mehr Leute wären zu laut und würden nur alles schmutzig machen. Wie gut das gepasst hat. Sag mir Bescheid, wenn du jemanden kennst, der ein Haus sucht. Ich kenne jemanden. Hä? Will sie jetzt nicht einziehen, oder? Was ist da los? Hallo, Dean. Du willst mir ein freies Haus zeigen? Ja. Ja, danke. Ich gehe gleich mal hin. Mach das. So, mit denen kann ich jetzt nicht mehr vereinen, weil ich musste mir ja eine aussuchen. Aber ich glaube, man kann sich später noch eine zweite holen. 2 Frauen sind eh besser als eine. Ja, da warten wir einfach mal ab. Das wird ein bisschen dauern. Aber will sie jetzt nicht gleich einziehen? Ich verstehe das nicht. Ah doch, sie hat sich an mir vorbei teleportiert. Alles klar. Oh, Domi. Du kommst mich besuchen. Ich wohne jetzt in einem schönen Haus. Wenn du eine leere Flasche hast, bekommst du von mir einen Talisman. So, so. Soll der Talisman in die Flasche? Jo. Bitteschön. Er ist in der Flasche. Komm jederzeit wieder vorbei. Deans Talisman erhalten. Deine Kraft ist für kurze Zeit größer. Oh, mehr Angriffskraft? Geil. Ja, die anderen Göttinnen, das sind ja dann doch Göttinnen, pushen andere Werte. Eine vermutlich die Verteidigung und die andere, das weiß ich jetzt nicht. Schnelligkeit vielleicht? Oder dass man keine Sachen mehr verliert, also sprich unendlich Pfeile und sowas hat. Keine Ahnung, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Comments. So, haben wir dann alles hier in der Stadt gesehen und können weiter? Ich glaube ja. Okay. Dann lasst uns doch mal das Element zur heiligen Stätte führen. So, und jetzt, wo wir die Lampe haben, können wir doch eigentlich auch hier bei dem neuen Schwertkämpfer vorbeischauen. Ich bin mir sicher, er wird uns jetzt etwas lehren. Aber Moment mal, hier bin ich ja komplett falsch. Dennoch, hier ist ein Minish-Loch. Kann ich mich irgendwo in einen Minish verwandeln? Hier vielleicht? Yes. Habe ich noch nie überprüft gehabt. Mache ich jetzt aber. Oh Moment, wie komme ich jetzt an dem Gras vorbei? Ach so, muss ich gar nicht. Alles gut. Ein Minish wohnt hier und er will vereinen. Hoffentlich habe ich das richtige Stück. Yo. Super. Irgendwie habe ich von den Grünen mittlerweile echt am wenigsten, obwohl die am häufigsten vorkommen. Das muss mir auch mal jemand erklären, wie das geht. Hallo. Du hast den Felsen für mich beiseite geschoben. Endlich kann ich wieder nach draußen. Oh, wie lange warst du denn hier drin in deiner Bude? Ich will es gar nicht wissen. Aber deswegen stinkt's hier auch so. Du solltest lüften. Und zwar schnell. Und wir sollten wiederum schnell zur heiligen Stätte gehen. Ist hier noch irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Das war's. Höchstens hier auf der Seite. Da ist eine Brücke. Und noch was. Was ist das denn? Oder warte. Ja doch, lass mal überprüfen. Hä?
ein lames Herzteil. Was geht? Dam, 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 dam. Muss ich das verstehen? Oh, komme ich überhaupt weiter? Nein. Noch nicht. Aber vermutlich gleich, weil ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt das nächste Fragment in die heilige Stätte bringen, dass wir uns dann dreimal teilen können, oder? Das würde doch Sinn machen. Ja, dann lass mal keine Zeit mehr verschwenden. Machen wir erstmal das, was wir tun sollen, und danach können wir immer noch draußen herumstreunen und nach Secrets suchen. Apropos Secrets, ich wurde darauf was hingewiesen, was ich eigentlich auch hätte sehen können. Da oben ist nämlich noch eine Höhle für den Minish. Ja. Das habe ich leider nicht gesehen. Da kann man sich noch was holen. Jetzt weiß ich nicht, was war hier nochmal? War hier ein Minish, ja. Hab ich mit ihm vereint? Okay, anscheinend schon. Dann können wir das ignorieren. Aber hier eben außenrum gehen und da reinkriechen. Hier befindet sich 50 mysteriöse Muscheln. Jetzt wollte ich schon Rubine sagen. Es sind Muscheln. Dankeschön. Können wir natürlich gut gebrauchen. So, und nun ab zum Schwertmeister, der die Lampe gefordert hat. Da sollten wir jetzt wieder eine neue Technik erlernen können. Und ich bin schon ganz heiß drauf. Heiß wie das Feuer in meiner Lampe. Ja, ich werde Dichter. Irgendwann in 1000 Jahren. Na, zufrieden? Ich bin Maximus! Nee, doch, Maximus! Der einzig wahre Meister der Schwertkunst von Hyrule! Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja. Hört, so werde ich dich nun die Technik der Strahlenattacke lernen. Ach so, das ist jetzt... Das ist jetzt das, was ich schon kannte. Also wo wir nicht ein Herz benötigen, sondern alle Herzen. Du musst volle Energie haben. Zücke dein Schwert. Mehr ist nicht zu tun. Verstanden? Okay. Das höre ich gern. Doch Wissen allein reicht nicht. Ich muss es dir zeigen. Mit deinem Körper. Als wirst du zur Marionette. 1, 2, 3. Marionette nun sei. Okay. Das ist exakt das Gleiche. Und das kennen wir halt auch schon, ne? Aus verschiedenen Zelda-Games. Nur gibt es hier in The Minish Cap anscheinend die gleiche Fähigkeit nochmal. Allerdings kann man sie nur nutzen, wenn man weniger als ein Herz hat. Interessant. Aber gut. Warum nicht? Ich würde aber mal sagen, dass jetzt, diese... Ah, nice. Dass diese Schwertfähigkeit bei weitem nützlicher ist als die andere, weil man ja... Also zumindest ich. Wow. Was ein Lack. Viel häufiger alle Herzen habe... als weniger als eins. Ne, war ja auch schlecht. Wenn doch. Okay, wir müssen jetzt irgendwie auf die linke Seite kommen. Wie stelle ich das an? Ach nee, jetzt ist der Soldat weg. Okay, der war vorhin ja hier gestanden. Oh. So ist das also. Wir müssen uns vorbeischleichen. Aber oben war auch noch einer. Ist er jetzt weg? Nein, ist er nicht. Ich frage mich allerdings, warum hier ein Durchgang für den Minish ist. Und da auch. Und wieso ich das erst jetzt sehe? Ich Idiot! Lass mal abchecken. Vielleicht müssen wir ja sogar als Minish da durch. Weil den sehen die Soldaten ja nicht. Stimmt's? Jupp. Geil. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich mich wieder groß machen kann. Hier ist auch so eine Höhle. Mit nochmal 50 mysteriösen Muscheln.
Okay. So, und was hier unten ist, das wissen wir noch nicht. Auf der anderen Seite gab es ein Herzteil. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was wir hier finden werden, aber irgendwie... Irgendwas stimmt hier nicht. Hey, muss ich jetzt doch als großer Link da durch? Oh nein. Sieht fast so aus. Für den Minish gab es da echt nur die 50 Muscheln. Na schön. Dann machen wir es eben Ocarina of Time Style. Und schleichen uns da durch. Schau nochmal wegen den grünen Fragmenten. Die kann man hier anscheinend farmen. Mit ein bisschen Glück. Was ich diesmal leider nicht hatte. Aber zwei sind besser als keins. Nehme ich mit. Okay. Und jetzt ganz vorsichtig an den Soldaten vorbei. Ich habe gerade Ocarina of Time Style gesagt, weil das da ja erfunden wurde. Das gab's aber auch in anderen Zeldas. Ne? Im Nachfolger Majora's Mask gab's auch so eine Passage. In Wind Waker musste man auch ein bisschen schleichen. Oh Scheiße, das ist doch nicht euer Ernst. Wieso habt ihr mich... Fuck! Vielleicht sollte ich mich ein bisschen besser anstellen. Es ist nämlich gar nicht so leicht. Ja, wo gab's sowas eigentlich noch? The Wind Waker, Ocarina of Time mit Majora's Mask und sonst? Hier halt, im Minish Cap. Okay, und weiter? Link Between... Nein, warte, was war's? Spirit Tracks, glaube ich, war's. Spirit Tracks. Irgendwas habe ich da im Kopf. So, aber das hier ist... Fuck. Das hier ist aber wirklich schwierig. Wie komme ich denn da durch, ohne entdeckt zu werden, Alter? Als ob! Was wollt ihr denn? Irgendwas muss ich doch machen, um an den Assis vorbeizukommen. Hä? Wie heftig schwer ist das denn? Oder bin ich echt zu dumm? Also die anderen Male war es leichter. Das Problem ist halt, man weiß nicht, wann erkennt er einen, wann nicht. Wie ist es jetzt beispielsweise? Ja. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Wie komme ich da durch? Ihr macht mich wütend. Ich werde doch hier jetzt nicht schneiden müssen. Zwingt mich nicht zu schneiden. Was meint ihr, wie peinlich das ist? Nein, ich glaube, man muss erstmal runter und dann... Ja. Und dann... Vielleicht jetzt? Genau, weil schon sind beide weg. Aber, nee. Es muss noch irgendwo... Jetzt aber. Ja, jetzt, Alter. Bitte was? Niemand hat mich gesehen. Was ist das für ein Betrug? Ich war ja sogar schon hinter der Kurve. Der kann mich nicht gesehen haben. Das zeige ich an. Betrug. Aber sowas von. Wie will er mich da bitte gesehen haben? Oder ist da oben noch einer? Nö, da ist keiner. Betrug! Ich stand da hinter der Kurve. Schon wieder! Wer sieht mich denn? Junge, wie scheiße ist denn das programmiert? Da kann mich niemand gesehen haben, verdammt nochmal. Was haben die für Augen? Ihr könnt durch die Büsche durchschauen. Oh man. Ja, dann bist du ja nirgends sicher.
Jetzt traue ich mich gar nichts mehr. Warte. Nee, falsch. Oh, also wenn ich jetzt nicht durchkomme, ne? Wenn ich jetzt nicht durchkomme. Das ist nicht wahr. Ja! Jetzt haben sie es endlich akzeptiert. Und hier ist eine geheime Treppe. Sonst noch was? Nee, warte, geh lieber rein, bevor die mich nochmal sehen. Kein Bock. Ich geh da lieber rein. Das ist immer auch richtig. Das ist ein Weg ins Schloss. Oh, nice. A Link to the Past Musik. Sehr, sehr geil. Okay. Jetzt haben wir hier eine schöne Abkürzung. Aber ich hoffe, ich muss den Weg nie wieder gehen. So, hier ist die heilige Stätte. Dann lass mal einsetzen. Ich bin ziemlich sicher, jetzt kann ich mich gleich dreiteilen. Und das Schwert dürfte ja auch nochmal ein bisschen stärker werden, ne? Schön. Oh, und vielleicht ändert es auch seine Farbe. Ja, schön. So ein richtig tolles Blau. Gefällt mir. Das Tropfenelement wurde übertragen. Durch die Übertragung des Elements kannst du dich jetzt dreiteilen. Geil. Gut, dann können wir eigentlich gleich diesen neu entdeckten Weg da draußen erkunden. Und ich denke, das mache ich auch. Ich glaube sogar, ich kann jetzt im Keller vom Bürgermeister diesen Felsen verschieben. Weil da braucht man doch auch nur drei Dudes, oder? Oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Check ich einen anderen mal ab. Ich würde sagen, oder? Machen wir das jetzt schnell? Ja, es geht vielleicht schneller. Und passt noch in den Part rein. Aber dann muss es auch hinhauen. Hoffentlich verzettle ich mich jetzt nicht. Wo bist du denn? Da bist du. Willst du vereinen? Nö. Schade. Du auch nicht? Mann, ihr seid alle doof. Komm, bitte sag mir, dass ich das wegschieb. Nee. Hier brauche ich vier. Aber warte. Eigentlich haben vier da gar keinen Platz. Was zur Hölle? Ja, ist echt so, ne? Ah! Hä? Es geht? Warum sind dann hier vier Plattformen? So ein Scheiß. Naja, kann mir egal sein. Jetzt haben wir dieses Rätsel hier komplettiert. Die Statue muss weg. Ah, und dafür ist das Loch. Jetzt weiß ich's. Die Truhe muss da rein. Wann kommen wir ran? Sowas ähnliches hatten wir ja schon mal in einem Dungeon. So ein ähnliches Rätsel. Ja. Ist klar. Pass auf. So, und was war die Mühe wert? Ein großer roter Rubin. Naja, okay. Aber da ist ja noch was. Da ist noch mehr. Noch viel mehr. Badam. Boah, das wird aber meine ganzen Bomben fressen. Dieser Raum hier. Guckt euch das mal an. Oh, man kann nicht mehr als drei legen. Gut zu wissen. Ein großer blauer Rubin. Okay. Ja, jetzt entscheide ich mich mal für einen Weg, würde ich sagen. Oh, das dauert aber. Vor allem, man kann die blöden Bomben auch nicht sofort zünden, ne? Es gibt ja scheinbar Remote-Bomben im Spiel. Das wissen wir ja schon. Ich glaube, die wären hier hilfreich. Aber wir haben sie nicht. Wie kriegt man die überhaupt? Durch eine Fee? Oder durch einen Dungeon? Bald wissen wir es. Aber Alter, wohin führt das? Was ist das für ein Weg? Und dann noch so aufwendig und nervig.
Was? Ich bin in der Schule? Wie das denn? Oh. Okay. Alles klar.